Lass mal zeigen. Zeig mal her. Wow, das sieht irgendwie cool aus. Ja, möchtest du auch mal? Nee, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims Free Play. Eine lustige App. Es kann heute weitergehen. Ich bin gespannt, was wir heute wieder Lustiges erleben werden. Alles Schritt für Schritt. Wir wollen heute in den Park, um das Nirvana zu erreichen. Das ist die erste Aufgabe. Bree ist genauso renovierungswütig wie du, aber sie weiß, dass dazu deine ungeteilte Aufmerksamkeit nötig ist. Komm zurück, sobald du das Zauberbuch-Entdeckungsquest abgeschlossen hast. Ja. Oh Gott, was ist das denn? Hallo? Hallo? Ich bin eine Mumie. Okay. Dann wollen wir direkt mal hier starten. Ich habe mir sagen lassen, dass ich hier das Nirvana erreichen kann. Von vielen Leuten wie von Kara, Unicorn, Luise oder Sankoft. Vielen lieben Dank an euch. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen werden. Wir werden auf jeden Fall Jule und noch jemanden hierher schicken. Am besten vielleicht Steffen würde ich gerne hierher schicken. Weil ich mit Steffen ja schon versucht habe... Oh, das sind zwei Mumien. Ich habe schon mit Steffen ja versucht, das Nirvana zu erreichen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Mumien. Plan schmieden. Dauert 6 Stunden, so lang. So, hallo, Mumie. Oh Gott. Die arme Julie hat sich erschrocken. Schnell weg, oh nein. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ich verstecke mich hier. Voll das gute Versteck. Oh nein, bitte sehen mich nicht. Und die Mumien, wo ist denn die jetzt? Oh Gott, wie lustig. Okay, schaut mal, ein Plan schmieden. Gut, dein Sim ist hier. Er soll sich einer Mumie nähern, um einen Plan auszuarbeiten, wie man sie los wird. Dafür muss man ziemlich ruhig sein. Okay, da sind wir jetzt. So, Steffen, mein Lieber. Ah, hier, Nirvana erreichen. Dauert 12 Stunden, der Arme. Steffen, an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz liebe Grüße. Ich finde es richtig toll, dass du bei Lego City Undercover und hier bei Sims immer wieder kommentierst. Finde ich toll. Ich meditiere jetzt. Ich spüre die Kraft hier auf dem schönen Platz im Park mit all den Mumien. Ja, ich fühle mich befreit. Oh ja. Oh nein, Hilfe! Oh nein, Hilfe! Okay, die Mumien sind unterwegs. Was machen die Mumien da hinten? Schaut mal, oh, wie süß, ein Plätzchen. Komm, wir schicken noch jemanden hierher. Vielleicht Funny Coop, oder? Oder wen sollen wir sonst hier? Komm, Funny Coop. Funny Coop. So, hi. Der schaut sich Steffen an. Mit RC-Boot spielen. Ich dachte, man könnte hier angeln. Also Steffen meinte auch, dass ich hier irgendwo angeln kann. Das ist ein Hobby wäre. Vielleicht finden wir das noch raus. Oh nein, der arme Steffen. Der hat viele Bedürfnisse. Entschuldigt das bitte, weil meine Sims in dieser Folge, ja, einiges vernachlässigt haben. Aber jetzt spielen wir erstmal. Egal, ob wir stinken oder nicht. Wow, das macht Spaß. Wow, scharfe Kurve. Wow. Auch wenn ich stinke, spiele ich wie verrückt. Ja, du solltest dich mal öfters waschen, mein lieber Funny Coop. Dabei hast du doch so eine schöne Wohnung. Naja, gut. Jetzt kommt so eine Mumie. Hä? Was macht denn der da? Lass mal zeigen. Zeig mal her. Wow, das sieht irgendwie cool aus. Ja, möchtest du auch mal? Nee, tschüss. Okay, dann spiel halt nicht mit. Mach, was du denkst. Gut. Ich glaube, wir sind erstmal im Park soweit fertig. Also fängt das schon mal lustig an hier in der Folge. Was haben wir hier? Geld. Ah ja, genau. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt, was wir bauen sollen. Und die Mehrheit hat gesagt, wir bauen einen Salon. Das tun wir jetzt. Hier könnt ihr auch rechts oben wieder entscheiden, was wir als nächstes bauen. Also klickt da auf dieses kleine i, was da gerade aufgekommen ist. Und klickt das an, was ihr denkt, was wir als nächstes bauen sollen. Und die Mehrheit entscheidet wieder. Gut. Hui, was machen wir jetzt? Nirvana erreichen, genau, ausgehen. Und dann haben wir das noch. Gute Arbeit, Plakettenbelohnungen werden am Ende der Schicht gewährt. Das möchte ich euch kurz zeigen, weil das finde ich ziemlich kompliziert. In meinen Augen ist das fast unmöglich. Ich zeige euch das einfach mal. Und zwar schicken wir wieder unseren lieben Seagamer auf die Arbeit. Übrigens kann man auch in die Arbeit des Regisseurs reinschauen, aber da unser lieber Funny Coop gerade mit dem RC-Boot spielt, kann ich euch das in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Aber ich zeige es euch spätestens in der nächsten Folge. Wo ist denn der Seagamer? Da unten. Hi! So, schaut mal, und zwar hier. Streifenwagen. Der Streifenwagen ermöglicht deinen Polizeisims, den Bürgern der Stadt in allen Lebenslagen zu helfen. Wir brauchen 800 Taschenlampen und 140 Donuts. Wie soll ich das bitte erreichen? Das dauert ja ewig.
Da bin ich nicht mal in Folge 100 damit fertig. Okay. Schau mal hier, Regisseur, unser Funny Coop. Gut, und wir können Plaketten sammeln. Das müssen wir zum Beispiel 5000 Münzen sammeln. Da muss ich den ganzen Tag Sims spielen. Dafür habe ich leider keine Zeit, weil ich muss auch was für die Schule machen. Okay. Das ist auch so das Problem, dass ich regelmäßig, also Sims nicht regelmäßig bringen kann. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das spätestens alle 10 oder 11 Tage zu bringen. Hier kommt übrigens der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Ich hoffe, hoffentlich habt ihr bereits schon gelacht. Wenn euch das Video gefällt, wie gesagt, Daumen hoch, das zeigt mir einfach, dass ihr Sims mögt und dass ich nicht aufhören soll. Schaut euch mal die vielen Teller an, da draußen, bei Maurice. Der arme Maurice, Gesundheit erst einmal. Uiuiui, ganz viel Schlabber jetzt auf seinem T-Shirt. Gut, wir gehen erstmal duschen, weil die zwei, die sind ja ein Paar. Und wenn die sich treffen, sollen die natürlich auch anständig riechen. Wäre doch gelacht. So, Edith, wie sieht's mit dir aus? Die liebe Edith ist leider auch eine Kandidatin hier. Bei uns hier in der Katzen-Community, die leider nicht mehr kommentiert. Die hat nur kommentiert, um hier in das Spiel zu kommen. Und jetzt kommentiert sie in keinem Video, nicht mal in Sims. Und deswegen, so leid es mir tut, die Frage an euch alle, wie lösche ich Sims? Das meine ich nicht böse, aber wisst ihr, wenn Leute meine Sims-Videos entdecken und dann nur kommentieren, um hier drin zu sein und dann die Videos ignorieren, dann finde ich das natürlich auch ein bisschen blöd. Und ich möchte lieber die in das Spiel lassen, die wirklich immer wieder kommentieren. Und manche warten auch schon länger und es tut mir leid, aber ihr wisst ja, pro Folge nur eine Person. Und deswegen meine Frage an euch, wie kann ich Edith löschen oder ihren Namen ändern und ihr Aussehen ändern? Aussehen geht ja im Kleiderschrank, glaube ich. Aber, ja, Namen würde ich gerne ändern. Schreibt mir das bitte. Und sorry an Edith, aber wahrscheinlich hört sie das sowieso nicht, weil sie nicht mehr schaut. Na, trotzdem. Okay, machen wir weiter. Also ich selbst habe nicht viel zu tun. Die Nacht neigt sich dem Ende zu und es ist ziemlich klar, dass die beiden Sims sich gerne wiedersehen würden. Sie sollten miteinander ausgehen. Sei romantisch, bis beide eine Ausgehenbeziehung ermöglicht werden, haben. Was auch immer. So. Oh, wow, wow, wow. Die sind heute alle ziemlich erkältet. Gibt es ja gerade ein Virus, eine Grippe? Ich meine, wir haben auch Januar und es ist ziemlich kalt. Ende Januar, aber trotzdem ziemlich kalt gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und der Schweiz ist. Alle österreichischen und Schweizer Zuschauer dürfen gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Wahrscheinlich genauso kalt oder kälter. Aber bei uns in Deutschland ist es gerade echt ziemlich fies draußen. So, wie geht's dir, Funny Coop? Ja, ja, macht Spaß hier. Okay. Irgendwie. Moment. Ich ruf mal. Ups, ich habe mich verklickt. Ich wollte mich rufen und nicht auf mein Haus gehen. Sorry. Kleiner Fehler meinerseits. Nochmal raus. So, Entschuldigung. War keine Absicht. Wir klicken nochmal in den Park hinein. Übrigens, was ist eigentlich mit dem Musikladen? Da war ich auch noch nie drin. Da kann man so Musikgegenstände kaufen. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge spätestens, weil ich habe nämlich einen kleinen Plan, den ich nachher gleich in die Tat umsetzen werde. Und zwar mit der neuen Sims-Figur, die wir heute integrieren. So, erstmal komme ich ins Spiel. Ja, und ich schaue erstmal, was Steffen da macht. Mensch, Steffen, was machst du da? Meditierst da direkt vorm Eingang des Parks. Und mich immer auslachen, dass ich eine pinke Hose trage. Hier, angeln gehen. Ha, Steffen hatte recht, ich kann hier angeln gehen. Und zwar wird es ein neues Hobby. Wenn du dich diesem Hobby widmest, gehen deine Sim alle Kochfortschritte verloren. Du sollst vielleicht einen anderen Sim wählen, trotzdem fortfahren. Ja, ist doch egal, oder? Aber was ich mich frage, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt wieder anfange zu kochen, weil mein Sim muss sich ja auch irgendwie ernähren, der muss auch was essen, dann habe ich ja automatisch wieder das Kochhobby, oder nicht? Aber wie soll ich dann essen? Ich kann doch nicht nur Reste essen. Oder müsste ich dann immer zu einem Nachbar gehen, der dann gekocht hat und uns durchfüttert? Wisst ihr, was ich meine? Kann ich dann nie wieder selber kochen, ohne mein Hobby des Angeln zu verlieren? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, weil ich verstehe das nicht. Das macht mich jetzt gerade stutzig. Aber schauen wir uns mal hier an. Im Park läuft echt die Luzi. Der Steffen, der trainiert hier. Oh, ja! Ich bin nicht so gelenkig. Vielleicht sollte ich das nächste Mal eine Sporthose anziehen. Oh mein Gott.
Also heute geht echt wieder die Post ab hier in Sims. Wir wollen auch einen neuen Sims erstellen, einen neuen Sim. Ich sag immer Sims. Einen neuen Sim wollen wir erstellen. Und wir schauen direkt mal rein. So, und zwar haben ich mir folgende Person ausgesucht. Die Diamantenperle, die Liebe, kommentiert schon viel, viel länger. Ist auch ziemlich lange dabei, sogar schon vor dem Sims Let's Play. Kommentiert ab und zu nicht so oft, aber sie hat es trotzdem verdient, weil sie auch schon lange dabei ist, dass sie reinkommt. Im Übrigen, ich habe euch nicht vergessen, liebe Vivis Live und lieber Panda. Ihr zwei seid auch bald dran. Also, ihr steht hoch auf meiner Liste. Habt nur ein bisschen Geduld, ihr kommt auch mal noch dran. Hui, so, wie geht's euch zwei hier? Juhu, ich hab's geschafft. Ja, klasse. Geht's Ihnen besser? Mensch, Motivation, ja, kommen Sie mit. Ich gebe Ihnen ein bisschen Motivation. Das ist sehr wichtig. Sie müssen wieder motiviert sein. Und Sie können der Polizei immer vertrauen. Okay, jetzt haben wir so viele Leute. Wir werden der Diamantenperle noch einen Beruf geben. Einen Beruf, den wir bisher noch nicht, ich sag mal, verwendet haben. Und ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Ihr wisst sicherlich schon, welchen ich meine, wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt. Weil ich habe das vorhin indirekt schon gesagt, was ich machen werde. So, aber jetzt zu unseren zwei Verliebten. Die müssen nämlich so lange romantisch sein, bis sie irgendwie, ja, zumindest die Quest einfach erledigt haben. Und das machen wir jetzt auch. Maurice steht hier so im Bad, so, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, soll ich duschen oder nicht, oder hey. Ach Mensch, was machst du hier? Hey, komm mal her, so. Okay, die zwei können dann mal romantisch sein in der Zwischenzeit. Die arme Jessie, die hat auch Hunger. Jessie, tut mir leid, holen wir alles nach. Edith, wie geht's dir denn so? Na, ja? Deine letzten Stunden eventuell hier in Sims? Weil ich habe mal gelesen, man kann Sims löschen, wenn man diese Lifestyle-Punkte verwendet. Also oben diese orangenen Kristalle. Aber da habe ich 23 und das ist super wenig und ich möchte die ungern verbrauchen. Aber vielleicht eine bessere Idee, einen besseren Trick, ich weiß es nicht. Wir lernen sie einfach mal kennen. Hier. Hallo, Diamanten, Perle. Hallo, Edith. Ah, veräppelt, veräppelt. Ah. So, das ist natürlich nichts Negatives, weil wir scherzen ja nur. Das ist Plus. Also, wisst ihr, was ich meine? Was Positives. Grob sein und sich beschweren ist negativ. Jetzt tanzen wir ein bisschen. Wir haben die gleichen Moves drauf. Die gleichen Tanzschritte. Ziemlich cool. Also, man kann auch schon sehen an der Hose von der lieben Diamantenperle, dass wir was Bestimmtes vorhaben, denn sie hat ein was Rockiges an, was Cooles. Und ja, ich habe euch schon genug Indizien gegeben, genug Hinweise. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, was wir machen werden. Was für einen Beruf sie nachgehen wird. Machen wir jetzt auch gleich. Und zwar hier, schaut mal. Dazu klicken wir einfach mal da drauf und klicken auf Diamantenperle und machen sie jetzt zur Musikerin. Ganz genau, sie wird zu einem Rockstar. Yes! Da ist die Musikschule für sie. Wir schicken sie auch nachher dahin. Was haben wir denn noch so Schönes zu erledigen? Mal gucken. So, die zwei Verliebten freuen sich und ihr könnt gleich weitermachen. Einfach weiterhin romantisch sein, bis die Quest soweit erledigt ist. Nein, ich will jetzt erstmal essen. Mir reicht's. Nein, 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 so schnell geht das nicht. Okay, ich stehe wieder auf, wenn es sein muss. So, ihr zwei, ihr macht dann schön mal weiter, ja? Wir wollen die Quest schaffen. Wie wir einfach die Sim-Figuren dazu zwingen, dies und das zu tun. Ich bin ziemlich gemein. Ja, sagt nichts. So, und es gibt ein kleines Geschenk für die erledigte Aufgabe. 7 Donuts, wow. Wir brauchen irgendwie gefühlt 5000 Donuts für den Streifenwagen. Schaut mal. Tour durchführen kann ich gar nicht machen, weil ich nicht den Wagen besitze. Ziemlich blöd und schade. Aber gut, geht wohl nicht anders. Dann kann unser Seagamer mal den anderen Aufgaben nachgehen. Also wie gesagt, das dauert bestimmt 100 Folgen gefühlt. Und wer weiß, ob ich 100 Folgen mache. Hängt von euch ab. Je nachdem, wie viele zuschauen und ja, wie gesagt, es geht nicht um die Daumen, aber so ein Daumen hoch zeigt mir einfach, dass ihr noch Bock auf das Let's Play habt. Weil wenn nicht, ich kann es ja jederzeit abbrechen. Aber so weit sind wir noch nicht. Keine Sorge, wir machen auf jeden Fall noch weiter. Wir wollen ja auf jeden Fall alle 17 Figuren hier erstellen. Man kann im Spiel nämlich maximal 17 Figuren haben. Oben gibt es noch die Meeresblick-Residenzen. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen. Die kriegen wir dann wahrscheinlich auch irgendwann.
die werden wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Unten habe ich schon zwei vorbereitet, weil die auch immer teurer werden, je höher ich ein Level, also je höher mein Level ist und so weiter. Ja, wie gesagt, vorhin habt ihr die Chance bekommen zu entscheiden, was wir als nächstes bauen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, rechts oben könnt ihr jederzeit auf das i klicken und euch entscheiden. Wir schicken mal Diamantenperle zur Arbeit. Sehen wir das eigentlich, wenn sie da mit dem Auto vorbeifährt? Hat sie überhaupt ein Auto? Irgendwie hat jedes Zimmer ein Auto, kann es sein? Jeder Zimmer hat einen Führerschein. Okay, Moment. Ja, sehen wir wahrscheinlich. Oh, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Ist das Diamantenperle? Komm, 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 komm. Nein, vorbeigefahren. Das ist sie nicht. Okay. So, wie geht's bei unseren zwei Turteltäubchen denn gerade so weiter? So, na? Nee, kommt, kommt. Nur nicht aufhören. Oh nee, wir haben keine Lust mehr, aber wir müssen. Ja, tut mir leid. Und der arme Hase, der muss mal wieder gefüttert werden. Der arme Hase. Der arme Hase. Ich habe euch vor langer Zeit, ich weiß nicht vor welchen, wann es war, vor 4, 5 Folgen mal gefragt, wie ich den Hasen nennen soll. Da kam der Vorschlag Hase von Jesse. Und nochmal ein Vorschlag, von wem war denn der Vorschlag noch gleich? Ich glaube von Jule. Der hatte auch einen süßen Namen. So, ich angel noch. Ja, ja, ja. Und, oh Mensch, nie wieder nichts gefangen. Los, nochmal. Und der Typ da hinten jongliert wie verrückt. Oder die Frau. Lal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 a. Bisschen gefährlich. Können sie nicht mit Bällen so jonglieren? Na gut. Und wie geht's den anderen hier im Park? Ja, ich bin noch dabei. Ich müsste mal wieder duschen, aber egal. Und ich habe Angst, oh Gott, oh nein, Hilfe, die Mumien. Oh Mann, heute springen wir viel herum, es tut mir leid, aber die Quests ziehen sich heute ein bisschen. So, und? Wie geht's euch beiden? Hey, seid ihr noch nicht fertig? Schaut mal, 0 Sekunden, 100% und es passiert nichts. Und ich habe eigentlich Erfahrungspunkte, die ich jetzt bekommen sollte. Irgendwie kann es sein, dass sich das Spiel aufgehängt hat. Also nicht das Spiel, aber hier diese Aktion der beiden Sims. Probieren wir nochmal. Okay, kommt. Komm noch einmal. Tut mir leid, geht gerade nicht anders. So, wie geht's mir eigentlich beim Angeln? Geht es mir gut? Ja, Mensch, Mensch, da ist der Fisch. Den will ich jetzt. Hab ich ihn. Wow, eine Forelle. Ist das eine Forelle? Haha. eine Seeforelle. Glückwunsch, du hast einen neuen Fisch gefangen. Seeforelle. Und damit auch ein neues Hobby. Wie gesagt, was ist, wenn ich jetzt wieder kochen muss, weil mein Sims Hunger hat? Mein Sim. Ich kann doch nicht nur Reste aus dem Kühlschrank essen oder immer zu einem Nachbar laufen. Warum ist Kochen automatisch ein Hobby, nur weil ich Hunger habe? Ich verstehe das nicht. Okay. Dann schicken wir mal Katze zur Arbeit. Als Feuerwehrmann. Und wir können jetzt eigentlich nur noch gucken, ob das mit der Romanze jetzt ein bisschen vorangeht. Weil mehr können wir gerade nicht machen, weil alle beschäftigt sind. Wie sieht's da unten aus? Ja, Moment, die letzten Fakten werden auch hier aufgeschrieben und festgehalten. Ah, ja, ja, ich habe jetzt eigentlich Hunger, aber das muss auch noch sein. Ah ja, Kriminalakte 3.0. So, das war's dann wohl. So, ich bin fertig. Wo sind Sie denn? So, kommen Sie mal her. Also folgendes, ich habe mir das angeschaut und irgendwie stimmt das alles gar nicht, was Sie da gesagt haben. Da gab's keinen Einbruch. Da hat irgendjemand nur die Krümel vom Boden aufgehoben. Was, Krümel? Nein, das kann nicht sein. Ich habe ganz genau gesehen, das war ein ganzer Keks. Ein ganzer Keks? Na, kommen Sie. Sie wollen mich doch verscherzen. Ach ja. Tja, die Polizeiarbeit. Hui. Und wir kriegen als kleine Belohnung 158 Abzeichen, was auch immer. So. Also, was stimmt jetzt? Krümel oder Kekse? Schreibt mir in die Kommentare. Jesse und Maurice gehen jetzt miteinander aus. Juhu, wir haben es geschafft in dieser Folge. Hätte ich nicht gedacht. Ausgehen, Beziehungen eingehen. Wir haben es geschafft. Und jetzt noch ein Küsschen, um den Abend abzurunden. Küsse einem anderen Sim auf die Wange. Ist es eigentlich egal? Ich könnte theoretisch jetzt auch mit anderen Sims irgendwie rumküssen, oder? Also wenn ich diesen Romanze... Also dieses Romanze-Level erreicht habe. Andere Sim auf die Wange küssen, erledigt. Das ging ja super schnell. Was für ein toller Abend, aber wir wollen es nicht übertreiben. Nicht, dass die einander überdrüssig werden. Schicke einen Sim nach Hause. Okay, das ist auch keine schwierige Aufgabe. Was? Ich habe noch gar nichts gemacht.
Moment. Okay, trotzdem geschafft. Deine Sims sind wegen ihrer neuen Romanze viel zu aufgewühlt, um richtig schlafen zu können. Ein Kurznickerchen muss also reichen. Mache mit einem Sim in einem Bett ein Nickerchen. So. Dann machen wir das mal. Also ein Schläfchen stand da, nicht Nickerchen. Und schwupps. Wir sind zwar nicht zu Hause, aber egal. Und Maurice, der kann sich immer auf die Couch aufs Ohr hauen. Wobei, nee. Mach du mal sauber. Das sieht ja... Also Maurice, bitte. Also, komm, wie sieht das aus? Also, ein bisschen Ordnung musst du schon halten. Eieiei, so ein schönes Bad und dann stellst du die Teller oder legst die Teller auf den Boden. Mann, Mann, Mann! Oh, Mensch! Meine Lieben, ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Sims Folge 12. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Sims-Folge, sobald sie verfügbar ist. Und rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu den Videos. Und nicht vergessen, den Kanal unbedingt zu abonnieren, damit ihr keine Sims-Videos mehr verpasst. Das macht ihr, indem ihr links auf das Katzensymbol klickt, wo der rote Pfeil zeigt. Also, bis dann!